Es wird mir gerade erst bewusst, dass Alpe Adria ja auch eine Alpenüberquerung ist. Irgendwie hat mein Fahrt einen fetten Arsch, oder? Ja, guten Morgen vom Campingplatz Mühlleiten am Königssee. Heute ist der 14.08.2022 und hier bei gestern den Bodensee-Königssee-Radweg beendet. Jetzt habe ich ihn beendet, jetzt muss ich dieses komplizierte Wort noch hinaussprechen. So, es geht heute weiter nach Salzburg und dann fahre ich ein Stück auf der Alpe Adria weiter. Ich trinke jetzt noch einen Kaffee. Und ich denke mal, dass ich so gegen 9 Uhr dann loskomme. Mein Zelt habe ich komplett nass eingepackt. Das war von innen und außen nass. Aber was willst du machen? Ich wollte jetzt auch nicht so lange warten, bis die Sonne über den Berg kommt. Wobei, so langsam scheint das der Fall zu sein. Ich bin doch ein bisschen später losgekommen. Ich habe noch etwas an meiner Route gefeilt und ja, noch ein paar Instagram-Antworten gegeben. Ja, ist herrlich. Jetzt habe ich was verloren. Oh, meine Fronttasche. Wie kann das passieren? Genau, auf der Brücke hier. Da war die wohl nicht richtig eingehakt. Das fängt ja gut an. Oh Mann. Ja, ich kann mir das nur so erklären. Ich habe hier einen kleinen Kabelbinder, damit die Tasche hier nicht so weit verrutscht. Wahrscheinlich habe ich sie auf dem Kabelbinder festgeklipst und war dann nicht richtig arretiert. Weiter geht's. Der musste unbedingt den Kühen erstmal seinen Schritt zeigen. Oh. Die Strecke bin ich gestern Abend auch noch mal gefahren, nach Berchtesgaden runter. Hab noch ein bisschen was zu essen gekauft im O-Saft. Und noch mal frischen Kaffee. Frischen Kaffee, also Instant-Kaffee. Ja. Ich habe 8 Minuten gebraucht vom Campingplatz bis Rewe und zurück auch wieder um die 10 Minuten. Es kommt ausnahmsweise mal kein Auto hier in die Quere. Falls jemand wissen will, wie weit es zum nächsten Supermarkt ist. Ja, da kam ich gerade runter. Ach, das ist die andere Seite. Ja, da ist auch gleich der Rewe. Jetzt wollte ich gerade die Pfandflaschen abgeben und sehe, das ist ja Sonntag. Und nach Österreich will ich die auch nicht mitschleppen.
Deswegen werde ich die irgendwo platzieren, wo sie jemand, der es gebrauchen kann, mitnehmen kann. Jetzt geht es erstmal wieder hoch in die Altstadt. Zu rechts, ja. Hier wäre ein Bäcker, aber es ist mir noch zu früh. Ab hier folge ich bis Salzburg dem Mozartradweg. Ja, so sehe ich das hier auch noch mal. Herrlich. Und vor allem noch wenig los jetzt um die Zeit. 9:30, 9:45 haben wir. Es geht rechts runter. Ja, war ein kleiner Abstecher in die Altstadt. Und bin schon wieder im Berchtesgaden. Oh, da unten haben wir hier kampiert. Sehr schön. Ich muss jetzt hier hoch. Ja, bisher hat jeder Morgen irgendwie sehr schön angefangen, aber das ist schon hier außergewöhnlich schön. Ja, hier ist Baustelle. Deswegen gab es hier auch eine kleine Umleitung für Radfahrer. Also, muss noch mal kurz erwähnen, dass ich noch nicht auf der Alpe Adria bin, sondern auf dem Weg nach Salzburg. Ja, noch mal ein paar Worte zum Campingplatz Mühlleiten. Der war sehr freundlich. Ich meine, der war so im Stress mit den ganzen Anfragen, die er ablehnen musste. Er hat ganz klar gesagt, Radfahrer mit Zelt haben Vorrang und kriegen immer irgendwie einen Platz. Das ist, finde ich, eine super Einstellung. Das meinte meine Zeltnachbarin auch. Sanitäranlagen waren auch top. Leider waren die Duschen etwas zu wenig. Es gab nur in dem Sanitärhaus, ich habe nur eins wahrgenommen, nur drei Duschen, dann gibt es eine Wartebank draußen. Da habe ich dann mich 10 Minuten hingesetzt und gewartet, bis die Dusche frei wird. Ja, der hat mir pauschal 20 Euro abgenommen, das fand ich sehr in Ordnung. Auf der kleinen Wiese, das war so ein kleines Dreieck zwischen Sanitärhaus und dem Kiosk in der Anmeldung, da gab es eine Schuko-Steckdose und Wasseranschluss. Und die Schuko-Steckdose war belegt. Da waren einige Verteilerdosen dran, die ganzen kleinen Platz da mit 10 Zelten versorgt. Aber die Sicherung ist nicht durchgeknallt. Kurzer erster Stopp. Hier bin ich am Ausgangsschild von St. Leonhard und habe hier einen Kanal gesehen. Ja, hier haben sie was kanalisiert. Kanalisiert. Ja, was habe ich für ein Glück mit dem Wetter. Bisher hat es nur zweimal geregnet. Am ersten Tag. Und hopp, uiuiui, auf den Campingplatz Schütte und vorgestern Abend
auf dem Campingplatz Wagnerhof in Bergen. Kam mal kurz bei Sonne, kam ein paar Tropfen runter. Aber morgen soll es regnen. Morgen werde ich nicht trocken bleiben. Der Watzmann. Ich bin jetzt in dem kleinen Ort Anif und bin jetzt relativ nah an der Alpe Adria. Aber ich fahre jetzt weiter nach Salzburg. Wenn ich wollte, könnte ich natürlich hier einen Kilometer abkürzen und wäre dann schon auf der Alpe Adria. Aber ich fahre nach Salzburg und bin jetzt auf dem Tauernradweg. Aber immer noch auch auf dem Mozartradweg. Mozartradweg. Ich bin jetzt hier am Schloss Heilbrunn. Schaue ich mir jetzt aber nicht näher an. Ich fahre weiter nach Salzburg. Sehr toll hier zu fahren. Kann man schön in einem durchfahren. Das macht Spaß. Und das im Schatten bei Sonne. Ist doch perfekt, oder? Oh, wow. Ich war noch nie in Salzburg, wo ich die Burg jetzt sehe oder das Schloss. Burg, Salzburg. Ich würde mir jetzt mal die Kugel geben hier. Ja, Anne und Mario, sorry, aber ich kann nicht widerstehen. Ich muss euch das nachmachen. 3,20, zwei Stück. Super. Die zweite ziehe ich mir auch gleich an. Oh, so fahren wir weiter. Alpe Adria. War sehr lecker, jetzt geht's weiter. Ich habe ja auch schon einen Radweg gefunden. Straßenverlauf 53 Meter voll. Dann passieren Sie durch die Wasserbrücke Heilbronn. Cool, die elektrischen Busse mit Oberleitung. Ja, jetzt geht's los auf den Alpe Adria. Wie heißt das? Ciclovia? Jetzt gibt es schon wieder so komische Namen. Ciclovia heißt das, glaube ich. Also ich bin 32 Kilometer bisher gefahren und habe jetzt noch einen Rest. Moment, ich gucke nach. Zu meinem Campingplatz sind es noch 64 Kilometer. Und es geht stetig leicht bergauf. Ach, schön.
ja nur einen kurzen Eindruck von Salzburg bekommen. Aber hier die Radwege scheinen wirklich gut zu sein. Kleine Abkürzung, hier sogar eine Fahrradstraße. Hier ist ganz schön viel Radverkehr auch. Wahnsinn, was hier los ist. Ah, wahrscheinlich sind die auch auf dem Alpe Adria unterwegs. So einen glatten Belag hatte ich bisher noch nicht auf meiner Tour. Sehr schön. Kaum spricht man das aus. Kommt eine Gravelstrecke. Aber die ist okay. Ich bin bestimmt 8 Kilometer gefahren und hier gibt es eine Rast für Radler. Ich setze mich mal hin und schau mal, was es da gibt. Immerhin habe ich meine ersten 40 Kilometer schon gefahren. Ja, ich habe mir hier einen Verlängerten geholt und 2 Brötchen. Davon ausgehend, dass ich ein bisschen Geld spare, habe aber jetzt 6,30 Euro bezahlt. Ich schmier mir jetzt, ich habe ja noch ein bisschen Käse mit Bärlauch und den klatsche ich mir jetzt da drauf. Ich war schon wieder knapp davor, mir einen Leberkäse zu holen. Ich glaube, ich werde noch irgendwann ein Käsebrötchen ersticken. Als ich gerade meine Tasche für die Küchensachen aufgemacht habe, festgestellt, dass alles total nass ist oder feucht. Durch das Kondenswasser heute Nacht. Ja, ich glaube, sie mal offen gelassen erstmal. Ich muss mal gucken, dass das alles mal trocknet. Auch mein Zelt ist ja auch noch klitschnass. Aber ich halte jetzt nicht an, um das irgendwo auszubreiten und wieder zusammenzurollen. Das muss bis heute Abend okay sein. Außerdem, ich baue es ja eh wieder auf. Hab jetzt ungefähr eine halbe Stunde hier gesessen und ein bisschen Wasser getrunken. Ja, und hab noch 55 Kilometer. Ja, und dann kommt noch mal eine heftige Steigung mit 100 Höhenmetern. Aber ich habe schon anderes erlebt. Nach 100 Metern links abbiegen, dann links halten. Irgendwie spricht heute Frau Osmann schneller als sonst. Weiß auch nicht, was mit der los ist. Ihrem Straßenverlauf ca. 6 Kilometer folgen. Die Brücke hinter mir links, von euch rechts gesehen, da führt der Tauernradweg entlang. Tauernradweg. So. Ach, hier ist auch Tauernradweg. Das muss wohl so sein. Tauernradweg. Ah ja, Alpe Adria. Das Schild das erste Mal jetzt gesehen. Rechts abbiegen. So, da gibt es Trinkwasser. Meine Flasche ist nämlich auch schon wieder leer. Hier ist es. Ah, super. Aber nur Licht, ja? Es ist eng. Gut. Ja, geht doch. So, das war der Ort allein. Leicht rechts ab. Ich fahre noch 47 Kilometer weiter bis St. Johann. Campingplatz Wiesenhof, glaube ich. Die sagten, für Radler haben sie immer blitzfrei. Die Farben kenne ich doch von den letzten Tagen.
herrlich. Es wird mir gerade erst bewusst, dass Alpe Adria ja auch eine Alpenüberquerung ist. Oh, oh Mann, mal sehen, auf was ich mich da eingelassen habe. Das war nur ein Hügelchen. Da war eine ganze Gruppe mit Kindern. Es waren bestimmt 20. Echt stark. Oh, es ist gerade wunderbar. Eine Ruhe. Ab und zu kommen einem Radler entgegen. Aber ich habe schon lange kein Auto mehr gesehen. Echt schön. Ja, leider sind die Flüsse hier alle ausgetrocknet. Da geht gar nichts mehr. Wahnsinn. Landgasthof. Ja, zum Wasserfällen fahre ich nicht. Das ist wahrscheinlich auch nicht viel los. Schauen wir doch mal kurz. Route neu berechnet, 39 Kilometer, seit 2 Minuten. Ja, wir waren da schon mal. Immer schön auf der Straße latschen. Ach, mein Bruder ruft an. Bin jetzt in Gollingen. Nur 35 Kilometer, das ist gar nicht mal so viel. 60 habe ich schon. Nach einem kleinen Stau im Gollum geht's weiter. In dieser herrlichen Landschaft. Ist das schön. Das sind die angekündigten 100 Höhenmeter, die schon recht steil sind, falls im zweiten Gang. Und da vorne schiebt jemand. Ja, ist ja eine Alpenüberquerung. Ne? Oh Gott. Jetzt heute der heißeste Tag. Wir haben 27 Grad. So warm war es die letzten 10 Tage noch nicht bei mir. In Hamburg waren schon mehr als 30, glaube ich. Aber hier nicht. Nee, Radfahrer müssen sich ansteigen. Die kriegen nichts geschenkt hier. Außer ein bisschen Strom. Hoi. Hier gibt es bestimmt eine E-Bike-Ladestation. Müssen wir mal gucken. Ach, was brauche ich nicht? Gekühlte Getränke. Oh, das könnte man sich angucken. Mache ich aber nicht. Und den Getränkeautomat habe ich auch nicht gefunden. Doch, hier wäre der Getränkeautomat gewesen. Aber ich habe ja noch O-Saft dabei, trinke ich den jetzt. Ja, cool. Ich habe hier gerade Playmobil-Spielzeug gefunden. Irgendwie hat mein Vater einen fetten Arsch, oder? Wie so ein Brauereigaul. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das kein Trinkwasser ist. Die wollen hier nur Getränke verkaufen.
sehr beeindruckend, die Schlucht hier. Ich will jetzt hier nicht stehen bleiben mit anderen Kameras, Bilder machen. Vielleicht kann man das vorne, weil hier gibt es keine Radwege. Also hier wollte ich jetzt gerade keine Panne haben. Ach ja. Wie schön wäre das ohne Hochspannungsmasten. Aber wir brauchen nur mal den Strom, nützt ja nichts. Ich habe jetzt 70 Kilometer und nur noch 23% auf meinem Akku. Ich denke, die muss ich bald mal wechseln. Es kommen noch zwei kleine an. Hügelchen. Oh, das war ja mein Wohnwagen. So einen hatte ich auch. So, jetzt will ich mal meinen Akku wechseln, bevor es noch mal eine Steigung gibt. Sind ja auch ganz schön stramm dabei hier, die Herrschaften. Zack, ist wieder aufgeladen. Wie weit habe ich noch? 23,9. Nee, 4. Und hier noch ein paar Steigungen. Wir sind jetzt hier. Wir haben kurz vor 3 und ich habe 73,5 Kilometer gemacht. Um 9:30 bin ich los. Ich bin echt zufrieden. Ja, bin echt gut vorangekommen. Kann man nicht meckern. Ja, guck doch Radfahrer an. Akku ist gewechselt und wenn ich Glück habe, habe ich ein paar Abonnenten mehr. Ich kam noch ein bisschen ins Gespräch mit denen. Die hatten auch einen Horrortrip mit der Bahn heute Morgen hinter sich. Ja, ich sage jetzt nichts dazu. Ja, wie gesagt, 23 Kilometer noch und Masse schiebt. Ich muss mal überholen. Ich habe gerade Tenneck durchlebt und gleich komme ich an der Burg Hohenwerfen vorbei. Eine mittelalterliche Burg. Ja, das ist noch mal die letzte größere Steigung für heute. 100 Höhenmeter. Ja, ist doch gar kein Problem. Ich bin geneigt, den Turbo anzumachen, weil der Akku reicht eh. Mach ich's nicht? Zeig nicht. Eisdiele und Pizzeria gibt es auch. Alles da, was man braucht. Ich will aber auf meinen CP. Ein Stein sein. Schönes Dixi-Klo. Nett arrangierte Kunstwerke. Auch wenn es ein Radweg ist, der direkt neben der Straße führt. Aber er führt am Fluss und damit bin ich schon mal zufrieden. So, das war das wunderbare Städtchen Imlau. Aber ein Blick hier, Heidenei. Hinter der Brücke ist der Ort Pfarrwerfen. So, ich hole mir mal die andere Kamera raus und ziehe mir das alles mal ein bisschen näher an. Danke. Ja, das sind halt so diese Überquerungen. Also wo muss ich lang? Ich hätte da biegen müssen, als ich umdrehen. Das ist ein bisschen eng hier. Mit einer Hand geht das nicht, Herr Ziegler. Uah. Ah, Schikane. Aber geschafft. Reiten verboten. Ist in Ordnung.
Ja, Stoff geben. Dann sauge ich mir mal die Zapfstelle rein. Hier. Oh, ist total verschlammt. Die Bergschuhe habe ich nicht gerade an. Oh, nicht auf die Fresse liegen. So, noch mal kurz die Füße reingehalten. Ach, hier hätte ich es einfacher gehabt. Ach, das ist so genial. Wenn einem die Socken richtig qualmen. Also ich könnte auch nicht mit Schuhen fahren bei so einem Wetter. Ich weiß gar nicht, wie die Leute das machen. Das auch, wenn ich aus dem Büro komme und zu Hause erst meine Schuhe ausziehe. Ich habe keine Stinkefüße, aber der Eindruck, als wenn da richtig Dampfdruck drauf ist. So, fahren mit Hut ist immer gut. Hier muffelt es ein bisschen. Hier irgendwelche Erklärtafeln. Fischfauna der Salzach, Amphibien. Dann 25 Tonnen, ja, das passt noch. Bischofshofen. Gerade in der Salzach habe ich ganz schön geschwitzt. Aber als ich losfuhr, trocknet ja der Schweiß und das kühlt total schön. Stand ein Schild, Fahrräder über die Brücke schieben. Also bitte schiebt die Fahrräder über die Brücke. Klasse, hier ist so ein E-Kiosk. Habe ich bei uns noch nicht gesehen. Nicht schlecht. Ich bin übrigens in Bischofshofen. Wollte mich mal kurz hinsetzen, was trinken. Hier scheint ja so eine Rennradveranstaltung gewesen zu sein. Hier fahren ganz viele Rennradfahrer mit irgendwelchen Nummern durch die Gegend. Schöne Kirche. Trinkwasser. Bingo. Wie weit habe ich noch? 4,2 Kilometer noch bis zum Campingplatz. Ich bin jetzt angekommen in St. Johann und das Mikro ist leer. Der Funksender. Jetzt wollte ich mal langsam zum Campingplatz. Müsste gleich 2 Kilometer so weit sein.
rechts haben, nein, ich fahre links. So, rechts, dann über die Brücke. Ach, notfalls esse ich hier was. Das war eine Shisha-Bar. Blick auf den Berg. Da geht's noch ein bisschen hoch. Und zack, bin ich da. Hier ist Rezeption. Mein Fahrrad hier stehen lassen, ja, ist ja nichts. So, der Tag endet hier am Campingplatz, aber der Film noch nicht. Jetzt werden noch erstmal die anderen Gäste verarztet. Solange höre ich mir Udo Jürgens an. Ich war noch niemals in Berlin. Ich habe auch gar nichts mehr zu essen. Heute ist Sonntag, einkaufen geht nicht. Hier kann man offensichtlich Pizza essen. Mal schauen, ob die auch heute Pizza anbieten. Ja, da wäre der Waschraum. Und da ist eine richtig laute Straße. Aber ich glaube, die Stellplätze sind da oben. Ich lasse mich mal überraschen. Ja, inzwischen ist die Hölle los. Ich hab mir den Platz gezeigt. Ganz oben ist ganz schön. Und auch ruhig. Und da fahre ich jetzt hin. Ja, auch hier die Devise. Radfahrer gehen immer. Das ist doch super. So, dann mal hoch zu meinem Platz. Ist nämlich ganz oben. Links neben dem Holländer. So, und dann habe ich auch direkt einen Stromanschluss. Und neben mir kommt noch ein Wohnmobil. Ja, da ist der Stromkasten. Super. Schade, der versperrt mir den Blick auf die Berge. Naja, stelle ich halt meinen Stuhl halt da ein. Das Außenzelt ist noch klatschnass. Baue ich das auf? Da habe ich nachher Dampfsauna in dem Zelt, oder? Ich glaube, ich trockne das vorher erstmal. Ja, Sonntag, alles dazu. Pizza könnte ich mir bestellen, könnte kommen. Ich bin mir ein bisschen unschlüssig. Ich habe irgendwie keine Lust auf Pizza. Keine Ahnung. Ach, da fällt mir ein, ich habe ja noch ein Bier. Das war in der schwarzen Tasche. Das ist bestimmt brühwarm. Das wäre dann ein Zeltaufbaubier. Also wenn ich das trinke, wird sich das Zelt aufbauen, glaube ich. Ich versuch's mal. Aber nicht in der prallen Hitze. Nee. Das werde ich noch ein bisschen verschieben. Inzwischen habe ich Wäsche gewaschen, habe geduscht und ja, die Sanitäranlagen sind wirklich der Hammer. Ich war erst im alten Haus, aber die Duschen abgeschlossen. Ich dachte, wo muss denn hin? Ich habe dann gefragt und haben die ein nagelneues Haus hier gebaut und mit sehr geräumigen, mit sehr geräumigen Waschgelegenheiten. Ja, so ein Regal mit Badelatsch habe ich auch noch nicht gesehen. Jo, jetzt habe ich meine Wäsche mal aufgehängt und nächstes Mal nehme ich doch lieber eine Wäscheleine mit. Hier nochmal ein kurzes Fazit vom Tag. Ich habe mich gerade etwas vom Campingplatz entfernt, weil meine Nachbarn gekommen sind mit dem Wohnmobil auf der einen Seite und die mit dem Wohnwagen sind auch gekommen. Die im Wohnwagen sind ganz nett, die anderen. Ja, Fazit. Ich bin heute Morgen um 9:30 gestartet am Königssee auf dem Campingplatz Mühlleiten. Die waren total nett. Es war ein total netter Campingplatz. Allerdings auch sehr gefüllt. Aber ja, kann ich nur empfehlen. Nach 32 Kilometern bin ich in Salzburg angekommen. Auch die Strecke war wunderbar. Es ging wirklich nur mal 100 Meter an der Landstraße entlang. Ansonsten traumhaft. Auch dieser Radweg. Oder diesen Weg kann ich sehr empfehlen.
Ja, und ab Salzburg nach meiner Mozartkugel bin ich dann auf den Alpe-Adria-Radweg. Ja, was soll ich sagen? Die Zeit, wir gingen wie im Flug. Es hat sich erst mal nach Salzburg etwa 10 Kilometer lang doch sehr gezogen. Nachdem ich die Pause gemacht hatte an diesem Imbiss beim Freibad, ja, wurde es wieder ganz spannend. Also es war ja immer schön nett am Fluss entlang, durch ein paar Dörfer durch. Dann ging es rechts ein bisschen hügelig, ja, durch kleine urige Dörfer. Ja, nur das eine Stück, ich glaube, das waren so um die 10 Kilometer nach der Schlucht, die waren halt ja, etwas unangenehm. Da hat man das Gefühl gehabt, man muss irgendwie schnell durchfahren. Ja, ansonsten ging es ja nochmal hier an der Salzach entlang. Wunderbar. Und jetzt bin ich hier an diesem tollen, wirklich tollen Campingplatz Wiesenhof. Wieshof. Wieshof heißt er, genau. Jetzt wollte ich gerade eine Pizza bestellen. Hab kein Bargeld, also kannst du es vergessen. Ich muss mal schauen, wie ich irgendwie zu Nahrung komme. In diesem Sinne danke ich fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter. Ich weiß nur, dass ich über Bad Gastein fahre und dass es da eine Steigung gibt. Ansonsten habe ich überhaupt keine Ahnung, was mich morgen erwartet. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.